Eulenproduktion. So Leute, alle schon mal rechts aus dem Fenster gucken. Nach Ortsrand. Nicht, dass wir da schon was sehen. So verstanden, ja, Cäsar bewegt sich. So, da vorne steht einer von mir. Den kannst du auch mit einsammeln. Sogar Pyrotechnik. Feuer einstellen mit der Arti, bitte. Ich glaub, das feindlicher ist Truck schon vor Ort. Nein. Raus hier, feindlicher Truck. Eine kommt noch runter und dann ist frei. Alles klar. Eine Artilleriekugel kommt noch und dann ist frei. Grüße. Bitte nicht weg. Bitte nicht vergessen, eure Außenposten zu setzen, die Squad-Leader. Schön verteilt. Danke. Jawohl. Augen auf die rechte Flanke. Such den Feind. Nein. MG. Richtung Westen. Verstanden. Westseite bis jetzt Feindkontakt. Versucht Granaten zu nutzen. Bei Cappen von Ortsrand, Punisher, bitte sofort eine Garnier hochziehen. Edmund ein Stück weiter südlich. Smoke ist raus. Gute Arbeit. Gib dem Medic Deckungsfeuer. Okay, Sind gleich da, bauen gleich Garnison. Junge, ihr fliegt die Leiche durch. Und wieder in der Vorführung. Wir laufen uns. Verstanden, aus welcher Richtung? Aus der Nordost. So markiert. Nordöstliche Richtung, Feind umläuft. Deckung geben. Verstanden. Ich schicke einen Recomplay. Habt ihr jetzt eine Garni gesetzt, irgendjemand? Nee. Kommt so. Ja, wir haben eine gesetzt. Haben wir noch Supplies? Kannst du die schon droppen? Hab ich schon. Wunderbar. Jetzt Garni sitzen. Easy, ihr kümmert euch darum, Garni ist gebaut. Sehr gut. Ihr kümmert euch darum, dass die Ostseite freigekämpft wird. Ja, auf die Squad, auf der Richtung 310 Grad. Verstanden. Jawohl. Ich will nicht, dass der Feind da durchkommt. Zum weiteren Er richtet gleich die ersten Barrikaden auf Bunker. So, verstanden. Ich schmeiß Vorräte runter für euch. Schön drauf bleiben, Leute. Bitte auf Nodes bauen. Wenn möglich Nodes bauen, wir kriegen Supplies reingedroppt. Ja, verstanden. Geht nicht zu aggressiv vor, bleibt schön in den Gräben. Einmal eine Grundinformation, meine Herren, wir lassen den Feind nicht ins Spiel kommen. In 3 Minuten gibt es ein Airhead, dann springen wir im Norden vom Berikurt Manua ab und nehmen den nächsten Punkt. In 3 Minuten kriegen wir ein Airhead für die Phosphorik. Der Feind wird alles nach vorne werfen und nicht damit rechnen, dass wir aus dem Hinterland ihn angreifen werden. So verstanden, wir warten. Ja, ist so verstanden. Sehr gut. Ich vertusche das Ganze mit einem Bombardement-Angriff, einem Tiefflieger und einer Vorratslieferung, dass ganz viele Flugzeuge am Himmel sind, dass sie das nicht checken. Möglicher schwerer Waffenbeschuss aus Norden, möglicher Panzer. Ich glaube, da draußen ist ein Panzer. Wir haben leider keine eigene Panzereinheit. Das sind Gegnerbewegung auf 25 Richtung Nord-Nordost. So markiert. Call in Artillerie, der Marker ist gesetzt. Nimm das die, mal mit unter Feuer. Liegen. Django. Kannst du aufbauen mit Ressourcenknoten, wahlweise mit Deckungsmöglichkeiten. Ja, wird gemacht. Aber Ressourcenknoten, Mannstärke wäre am Anfang immer am besten. Ziel und Taktik ist es, den Feind in einen zweiten Frontenkrieg zu verwickeln und ihn dann vernichtend zu schlagen. Onkel, bin mir nicht sicher. Bestätige Panzerkontakt auf 30. Panzer ist da, jawohl. Dann müsst ihr. Panzer ist bestätigt. Er hätte eine Minute. Charlie-Markierung für mittleren Panzer. Wir haben da draußen Jumbo. Wir müssen gesichtet. Mit AT dagegen vorgehen, wir haben keine eigene Panzereinheit gesetzt. Der steht leider 300 Meter weg. Alles gut. Doch, wir haben jemanden. Zieht die Köpfe ein vorerst. Wir halten uns gedeckt für den Panzer. Ihr könnt euren Jungs sagen, ich schmeiß Vorratslieferungen für die Notes runter. Es kommen nochmal Vorratslieferungen bei euch für die Notes. So verstanden und weitergegeben. Ich schicke einen Aufklärer die C-Linie runter. Noch ein Panzer auf Ping. Ein zweiter Panzer rückt an. Charlie-Markierungen.
Jo, Ping ist für Panzer. Foxtrot Team kümmert sich um die feindlichen Panzer. Ja, ich guck mal. Feindliche Panzer sind in Bewegung zur Ostflanke. Okay, kurz der Panzer, lass zurückgehen. Airhead kommt, wiederhole, Baker. Fertig machen für Respawn. Ist doch Baker, ne? Panische. Jawohl. Ja, versetzen, es geht los. Wir greifen an. Ich hole alle Flugzeuge, die ich hab. Angriff. Die beiden, die hinten noch am Handwerkern sind, die machen die Ressourcennotes noch zu Ende. Wer jetzt nicht im direkten Kampf ist, escape, versetzen und beim Airhead gleich reinspawnen. Sehr gut, Männer, rein da ins Ziel. Doch, einen Jäger! Schön aufhören! Ruhe! Rein in den Kampf! Jawohl! Feuer halten, bis wir hier drin sind, dann Feuer frei, verstanden? Feindlicher Truck! Unser Truck! Junge, warum ist die Logistik vor uns hier? Typisch deutsch. Die Logistik ist vor uns da. Oh, Minen! Passt auf Minen auf! Was? Die dürfen. Was war das? Das war eine Mine. Bei Fuß ja, eine Mine. Rück am Map-Rand vor. Feindlicher Sherman rückt auf Garnison vor. Sind dabei. Feindlicher Sherman gesichtet in Richtung Nordost. Am Ping. Und ich brauche jetzt endlich mal einen Panzer hier vorne. Gruppe geht von. Ah fuck, schon unter Beschuss. Nicht an der Garnison spawn auf Drecor Menor, die ist direkt unter Beschuss vom Sherman. AP-Schütze ran an den Panzer. Markierung steht im Norden. Irgendwo hinter mir. Süden, aus Süden. Verstanden. Schaut euch hier um, der Gegner kann hier zurück. Jungs, wir müssen eine 360 Grad Sicherung aufbauen. Über 130 wird angegriffen, stark. So, verstanden. Auf den rückwärtigen Raum achten. Könnten wir Aufklärungsflieger haben? Zurück an. Willkommen. Verstanden. Wir bräuchten auch mal. Garnis heiß, meine Herren. Links steht. Hallo, kannst du mich hören? Hallo, wir bräuchten hier mal Panzerunterstützung. Wir haben hier einen Sherman. AP-Schützen holt mir den Sherman da weg. Captain, kannst du mich hören? Zweiter Tank. Zweiter Panzer rückt an. Erster Panzer zerstört. Gute Arbeit. Sehr gut. Ich krieg einen Tiefflieger in den Graben. Unsere Garni muss weiter in den Süden versetzt werden. Ja, könnten wir Supplies haben. Komm schon. Sehr gut. Wir haben Supplies hier, Leute. Baut hier neu auf. Wir haben auch schon Supplies hier, einmal gelandet, zweimal in Paketform. An die Panther Crew, der Panzer ist im Norden, unser Garnison. Hier vor. Ist Muni? Kann einer mal bitte die Garni von uns abbauen? Ich will Muni, ja. Munition legen für unseren Mann. Dass ich die umsetzen kann. Fragt euch durch die Gegend. Die steht da vorne viel zu heiß. Ey, kannst du Muni legen, Vincent? Kannst du Muni legen? Schwere Waffenmuni? AP-Schützen. Zweiter Panzer. Ja, das ist Baumaterial, scheiße. Achtung, Panzer rechts von dir. Ja, der zu nur unser Territorium. Panzer ist auch in die Luft geflogen. Panzer geplatzt von Mine. Gute Arbeit, Leute. Sehr gut. Weiterhalten. Guckt euch weiter um. So, Männer, wir müssen das jetzt 3 Minuten verteidigen. Dann gehen wir zum Endpush über. Jawohl. Aber die Garni muss da vorne weg, die muss mehr ins Hinterland. Wir brauchen Backup-Garnis. Sonst ja, ich bin schon dabei. Sonst verlieren wir das Gegner Spiel. Gegner kommt von hinten rein aus Süden. Hier unten Fugra, hörst du mich? Achtung, Süden in den Gräben. Feinde südliche Richtung, Drecor Menor. Hab ihn. In die Verteidigung auf die Südlinie gehen, Leute. Sehr gute Arbeit mit den Nodes, Leute. Bekommen wir noch einmal Supplies für Drecor Menor. Zwecks Verteidigungsanlagen. Kommt jetzt.
kommt jetzt alles. Wir starten jetzt den letzten Angriff. Ich hole jetzt alles an Flugzeugen. Wir bekommen jetzt nochmal Supply Drop. Du bekommst deine Supplies, die kommen. Eine Recon Plane kommt. Tieflieger wieder in den Graben. Ein Bombenangriff über Battery. Deckt auch die Garnison noch mit einer Deckung ein. Ne? Und ein Airhead im Norden. L-Map. So. Baker fertig machen. Wir starten den Großangriff. Geht wieder los, Leute. Der Airhead kommt in 30 Sekunden runter. Dann wieder versetzen. Und der Rest fliegt in die Verteidigung. So, weil der Commander es uns befiehlt. Wollen wir doch mal gucken, ob wir den Amis nicht ein bisschen Angst einjagen können. Die H-Markierung für Infanterie. Jawohl. Kontakt auf Pink, südöstlich. Der Feind startet einen Großangriff aus Süden. Ich wiederhole aus Süden, wir brauchen Squads im Süden. Standen. Ihr seht es auf der Karte, ja, liegt da noch. C4. Jetzt liegt er da nicht mehr. Da kommen welche nach, da kommen welche nach. Verstanden. Rechts, rechte Flanke. Neue Supplies liegen. Auf Pink, rechte Flanke an der Scheiße. Wir bleiben hier in der Verteidigung, wir halten die Gegner ab. Ich wirke gerade mit Artillerie rauf, auf dem Süden. Sehr gute Arbeit. Team Able ist unterwegs. So, verstanden. Baker, du steigst oben ein auf C, wir versuchen Battery zu holen. Juhu. Könnten wir nochmal ein Supply kriegen, damit wir noch eine Backup-Gunny bauen? Supply Plane ist gerade in die Artillerie-Einstiege sind gut. Ja, check. Marcel, tausch mir wieder. Ich kann wieder Notz bauen, ja, weil die... Bitte wieder Befehl zum Rückziehen. Ja. Zwei. Greyhound ist kaputt. Ja. Vorne fehlt noch ein Squadlead, oder? Kein Angriff. Ja. Wo bist du, Becker? Wir sind oben. Wir sind oben. Sehr gut, wir halten unten. Jo, komm zurück! Die gegnerische Garni hier. Bacher, Bacher! Seitenbacher! Seitenbacher, komm da weg! Die Artillerie von uns schlägt da ein. Artillerie würde jetzt mal Feuer halten. So, die Feindgarni ist weg. Die Feindgarni ist weg. Ja, wir haben hier noch eine bei mir. Ich brauche hier dein schweres MG. Feindlicher Bomber kommt rein. Auf Blackcore wahrscheinlich. Deckung einnehmen, Leute, Deckung einnehmen. Marker steht für die Feindgarni. Der Feind kommt gleich nach Achtung! Achtung, gleich wieder Outposts bauen. Eure Outposts verschwinden alle. Sind alle down gegangen. Garni und Außenposten weg. Jo, kommt neu hoch. Baut euch Outpost. Hammer. Und baut euch bitte sofort wieder eine Garni da auf, wenn ihr das braucht. Unterwegs. Ja, der ist weg, verdammt. Auf wenn man nur. Jo, versuchen wieder Nords hochzuziehen. Wir brauchen wieder Supplies für Brekor. Kommen, ist schon alles. Garni steht. Rein in die Deckung wieder. Der Feind wird geworfen, meine Herren. Der Feind wird geworfen, wir sind drin. Sieht gut aus an der Frontlinie. Das war wieder der Blitzkrieg. Gegner überlaufen. Ich liebe es. Ich liebe der es. Blitzkrieg hat auch hier wieder funktioniert. Boah, ist sehr stark, Commander. Feinde brechen das auf der Ostseite durch an der Mauer. Und ich würde sagen, bis zum nächsten GG. Runde. Im Haus. GG, Leute. Gut gespielt. Nach wie vor im Haus. Jungs, so macht das Spaß. Ich sag's euch. So macht das Spaß. Jo, komm her. Komm her. Neue Bestzeit, 25 Minuten. Oh, nicht schlecht. Ja, GG. Feinde kommen aus Südosten an der Mauer gesichtet. Südosten.